Die Bundesliga-Saison rückt näher und der FC Bayern München blickt dem Auftakt gegen 1899 Hoffenheim entgegen. Neutrainer Niko Kovac hat aber bereits jetzt schon den ersten offiziellen Titel in dieser Spielzeit geholt. Mit 5:0 setzte sich der Rekordmeister beim Kovac-Ex-Club Eintracht Frankfurt im Supercup am Sonntag durch. Vor dem DFB-Pokal am Wochenende gegen Drochtersen-Assel testet der FCB am Mittwoch nun noch gegen Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. Auf dem Transfermarkt hielt sich der deutsche Rekordmeister derweil bislang eher zurück. Der ausgeliehene Serge Gnabry ist wieder zurück in München und mit Leon Goretzka kam ein deutscher Nationalspieler ablösefrei vom FC Schalke 04. Auf der anderen Seite ranken sich immer noch Gerüchte um bevorstehende Abschiede. Aktuell wird vor allem Sebastian Rudi mit einem Abgang in Verbindung gebracht, wobei nach RB Leipzig nun wohl auch Schalke Interesse hat. Was passiert heute beim FC Bayern? Goal wirft einen Blick auf alle News und Transfergerüchte rund um den Bayern und hält euch auch am Sonntag auf dem Laufenden. Auch Schalke an Sebastian Rudi dran. Gab es am Dienstag noch Verwirrung um den angeblichen fixen Wechsel von Sebastian Rudi zu RB Leipzig, scheint am Mittwoch ein weiterer Bundesligist im Rennen um den Mittelfeldmann von Bayern München zu sein. Schalke 04 hat demnach ebenfalls ein Auge auf den 28-Jährigen geworfen, wobei es laut Bild mit Trainer Domenico Tedesco bereits zum ersten Treffen an der Isar gekommen sein soll. Bayern testet gegen HSV, Livestream und alle Infos, bevor am Samstag im DFB-Pokal das zweite Pflichtspiel für die Bayern ansteht, testet man am Mittwoch noch gegen Absteiger Hamburger SV. Anstoß der Partie ist um 18 Uhr. Wie ihr das Duell kostenlos im Livestream oder TV ansehen könnt, verraten wir euch hier. Wechsel von Sebastian Rudi zu RB Leipzig angeblich schon fix. Sebastian Rudi verlässt Bayern München wohl nach nur einem Jahr wieder und schließt sich dem Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig an. Wie berichtet der SWR. Demnach zahlt Leipzig eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler. Nach Hummels Foul im Supercup, Schiri-Boss Fröhlich räumt Fehler ein. Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich hat einen Fehler des Schiedsrichtergespanns im Supercup zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt 5:0 eingeräumt. Die korrekte Entscheidung wäre, dass Mats Hummels mit Rot des Feldes verwiesen wird, wurde der sportliche Leiter der Elite-Schiedsrichter des Deutschen Fußballbundes DFB am Montag zu der betreffenden Szene in der 45. Minute auf der Verbands-Homepage zitiert. Schiedsrichter Marco Fritz Korb hatte den Nationalspieler nach einer Notbremse gegen Milot Gacinovic nur verwarnt. Fröhlich führte dazu aus, wenn der Schiedsrichter hier nur gelb zeigt, dann ist der Videoassistent normalerweise bei diesem klaren Sachverhalt gefordert, dem Schiedsrichter mitzuteilen, dass das Bildmaterial für einen Feldverweis spricht. In diesem Fall solle der Unparteiische sich die Szene nochmal am Videomonitor anschauen und seine Entscheidung korrigieren. Robert Lewandowski schießt den FC Bayern zum Supercup, was zu beweisen war. Eigentlich hatte Thomas Müller vollkommen recht, als er im Anschluss an das 5:0 des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt süffisant grinsend vor die Journalisten schartrat, die sich am späten Abend um die Abgrenzungsständer im Bauch der Commerzbank Arena versammelt hatten. Robert muss niemandem seine Klasse beweisen. Müller sagte das, weil er zu seinem Teamkollegen Robert Lewandowski befragt wurde, der die Münchner mit drei Treffern quasi im Alleingang auf die Siegerstraße manövriert hatte, ehe Kingsley Coman und Thiago noch zwei weitere Tore nachlegten und Niko Kovac letztlich die erste Trophäe als Bayern-Trainer in den sternenklaren Himmel stemmen durfte. Nein, ein Angreifer, der dreimal Torschützenkönig der Bundesliga wurde, hat seine Qualitäten hinlänglich nachgewiesen, ist letztlich über jeden Zweifel erhaben. Wer könnte Müller da widersprechen?
Und doch wird der Pole immer wieder instrumentalisiert, um etwaige Missstände beim deutschen Rekordmeister aufzuzeigen. Die Vorwürfe gegen ihn sind mannigfaltig, mal mehr, mal weniger fundiert, ausbleibende Treffsicherheit in den wirklich wichtigen Spielen, also ab Champions League Viertelfinale aufwärts bockiges Lamentieren, wenn die Mitspieler ihm nicht auch noch das heiß ersehnte 30-Saisontor auflegen oder die Endlosschleife aus Abwanderungsgedanken verkünden, um vom Arbeitgeber immer wieder in die Schranken namens Vertragslaufzeit bis 2021 gewiesen zu werden. FC Bayern München Entwarnung bei David Alaba. Linksverteidiger David Alaba hat sich beim 5:0 Erfolg seines FC Bayern München im Supercup bei Eintracht Frankfurt keine schwere Knieverletzung zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung, wie der Rekordmeister am Montag offiziell bestätigte. Demnach zog sich der Österreicher eine schwere Prellung und eine Einblutung im linken Knie zu. Das bedeutet zwar eine kurze Zwangspause, Alabas Einsatz am DFB-Pokal gegen Drochtersen am kommenden Wochenende ist unsicher, aber keinen längeren Ausfall. Thomas Müller hofft auf Verbleib von Jerome Boateng bei Bayern München. Jerome Boateng wird seit Monaten mit einem Abgang vom FC Bayern in Verbindung gebracht. Angeblich soll es den Nationalspieler zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain ziehen. Während des Trainingslagers der Münchner am Tegernsee hatten sich allerdings bereits die beiden Altstars Arjen Robben und Frank Ribéry für einen Verbleib des Innenverteidigers ausgesprochen. Nach dem 5:0 Kantersieg im Supercup gegen Eintracht Frankfurt zog mit Thomas Müller der nächste Führungsspieler nach. Ich hoffe schon, dass er bleibt, erklärte Müller im Anschluss an den Sieg in der Commerzbank Arena und ergänzte, wir brauchen Jerome. Er ist ein sehr wichtiger Spieler. Wenn er fit ist, dann gibt es ganz wenige Abwehrspieler, die seine Qualität haben. Salihamidžić über Ellenbogenschlag gegen Robert Lewandowski, komplett unnötig. Der FC Bayern hat mit dem 5:0 Erfolg im Supercup über Pokalsieger Eintracht Frankfurt den ersten offiziellen Titel der Saison eingetütet. Nach der Begegnung mit den Hessen äußerte sich FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidžić kritisch zur harten Gangart der SGE. Vor allem eine Szene erhitzte das Gemüt des 41-Jährigen. Bei dem Ergebnis war das komplett unnötig, das macht man nicht, sagte Brazzo, als er explizit auf einen Ellenbogenschlag des Frankfurter Innenverteidigers David Abraham gegen Robert Lewandowski in der 71. Minute angesprochen wurde. Zu diesem Zeitpunkt führte der deutsche Rekordmeister bereits mit 4:0 in der Commerzbank Arena. Arbeiter Niko Kovac kommt beim FC Bayern München an, sehr viel Spaß. Niko Kovac ist in Berlin-Wedding aufgewachsen. Arbeiterbezirk, unterschiedliche Kulturen und Nationen. Das habe ihn nachhaltig geprägt, erzählt der 46-Jährige. Deshalb trage er auch das Arbeitergen in sich. Die Stars von Bayern München haben dies in den ersten Wochen leidvoll erfahren. Die Vorbereitung unter dem neuen Trainer verlief härter und intensiver, Einheiten von 2 Stunden waren die Regel. Die Fitness der Profis ist für Kovac die Grundvoraussetzung für Erfolg. Stefan Effenberg spricht über möglichen Boateng-Abgang beim FC Bayern. Ex-Bayern-Spieler Stefan Effenberg hat sich über einen möglichen Wechsel von Jerome Boateng zu Paris Saint-Germain geäußert. Der 50-Jährige sagte in der Bild am Sonntag, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, einen so großen, erfahrenen Spieler abzugeben. Sportliche Gründe kann es dafür eigentlich nicht geben. Effenberg geht davon aus, dass der Innenverteidiger nach Paris wechseln wird. Es gab ja kein Bekenntnis des Clubs für ihn, sagte er und begründet sein Unverständnis. Trotz einiger Verletzungsprobleme zählt er für mich zu den Besten der Liga. Wechselt Bayern München von Audi zu BMW, um den deutschen Rekordmeister Bayern München, gibt es wohl weiter einen Millionen-Poker zwischen den rivalisierenden Automarken und Großsponsoren Audi und BMW.
ein Tauziehen um die Anteile an der FC Bayern München AG sowie den Sponsorenvertrag soll nach Informationen der Bild am Sonntag nach wie vor nicht entschieden sein. In der Adidas AG und der Allianz C ist Audi mit 8,33% der Aktien am FC Bayern beteiligt. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß sollen sich vergangene Woche mit dem amtierenden Audi-Chef Bram Schot zu Verhandlungen getroffen haben. Hoeneß gilt neben Edmund Stoiber, ehemaliger Ministerpräsident von Bayern und Mitglied im Aufsichtsrat des Clubs, als Unterstützer für einen möglichen Wechsel von Audi zu BMW. Alle Beteiligten wollten sich zu den Vorgängen bislang nicht äußern. FC Bayern, diese Transfers für die Saison 2018-19 stehen schon fest. Spielerposition von Ablösesumme: Leon Goretzka, Mittelfeld FC Schalke 04, ablösefrei Alfonso Davis, Außenbahn Vancouver Whitecaps 10 Millionen Euro, Wechsel im Januar 2019, Serge Gnabry, offensives Mittelfeld TSG Hoffenheim, Rückkehr nach Laie Renato Sanchez, Mittelfeld Swansea City, Rückkehr nach Laie BVB, Neuzugang Axel Witzel bestätigt, Bayern hatte Interesse an Miraxel Witzel, hat das Interesse des FC Bayern München an einer Verpflichtung des Belgiers bestätigt. Die Münchner fragten vor einem Jahr bei Witzels Ex-Club Tianjin Quanjin wegen ihm an. Ja, das stimmt. Sie haben nicht mich angerufen, sondern meinen damaligen Trainer, Fabio Cannavaro. Und er hat dann ganz nett und höflich zu Carlo Ancelotti gesagt, dass es nicht möglich ist, erklärte Witzel im Interview mit der Bild. Bayern München, kommt Ivan Rakitic aus Barcelona. Wie Mundo Deportivo berichtet, soll neben PSG und Monaco auch der FC Bayern München in den Poker um Mittelfeldspieler Ivan Rakitic eingestiegen sein. Bayern-Coach Niko Kovac kenne den zentralen Mittelfeldmann des FC Barcelona noch aus seiner Zeit bei der kroatischen Nationalmannschaft und würde den 30-Jährigen gerne in München sehen. Bei einer kolportierten Ablöse von über 100 Millionen Euro dürfte ein Transfer an die Isar aber sehr unwahrscheinlich sein. Real Madrid einigt sich wohl mit Bayerns Thiago. Laut dem Radiosender Onda Cero haben sich Real Madrid und Thiago Alcantara bezüglich eines Engagements des Mittelfeldspielers bei den Königlichen geeinigt. Die Verhandlungen Reals mit dem FC Bayern München stehen dem Bericht zufolge aber noch aus. Mehr zum FC Bayern München.